Jo Leute, und es geht gleich weiter. Gut, für euch ist es mal wie immer nur 24 Stunden. Für mich ist es noch ein paar Sekunden. Ich nehme heute nur zwei Folgen auf. Für heute und für morgen. Die gestrige Folge, die kam ja ein bisschen später. Weil halt ich auch ein bisschen später aufgenommen habe. Naja, ich muss erstmal wieder Zeit finden in Real Life und ja. Mir gehen manche Leute auf den Sack. Und dann noch dies und das. Ihr kennt das, waren wir hier schon mal? Bevor euer. Ja. Mit dem Kampfmultiplikator. Nee, wir gehen. Das ist, glaube ich, die Haupthölle hier, oder? Wer hier eintritt, der lass alle Hoffnungen fahren. Nee, ich lass dich mal einfahren. Ah, was anderes. So, hier sind ja wieder die kleinen Spackos unterwegs. Hör so was. Wow, Alter. Ja, halt doch mal deinen Mund. Mal ein bisschen zuschlagen hier. Oh Mann, ey. Scheiß Zauberer hier. Spassen. Alter, wo kommen die alle her? Haben die keine Hobbys? Alter, verhalten die immer aus. Ich war zur Hölle hier. Die halten echt viel verdammt aus, ey. Wahnsinn, ey. Also mit dem Bogen kannst du da auch nicht viel reißen. Hol mich hier raus, egal wer. Muss ich da überhaupt rein? Nein, nicht anvisieren. Oh, die Steuerung. Kauft euch bloß einen Controller. Sehr schwer mit Bogen, weil er sich nicht so schnell bewegt. Mensch, verpisst euch doch mal hier. Ja.
Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Aber je höher der Kampfmultiplier, desto mehr Dings kriegen wir Punkte. Ja, bleib doch mal ruhig. Oh, halt doch mal deine Fresse. Ey, die halten echt verdammt viel aus. Tot, Alter. Wie viel Leben haben die? 5000? Danke, Kumpel. War echt peinlich, von diesen Hops geschnappt zu werden. Die Jungs und ich haben in den Höhlen Schätze gesucht. Laut den Legenden sind sie voll davon. Und gut geschützt. Die haben uns gefangen und in Käfige gesteckt. Seitdem bringen sie einen nach dem anderen weg. Keine Ahnung, was sie mit dem Rest gemacht haben, aber ich habe grauenhafte Schreie gehört. Aber je weniger Leute, desto größer der Anteil, oder? Also suchen wir gemeinsam. Mit dem Räuber nach Schätzen suchen? Nein. Wir sind ehrlich und wir wollen ja ein guter Mensch werden. Und wir müssen noch den Enkel suchen. Ah, da seht ihr mal, wie wir die Hops aushalten. Das ist abnormal. Jetzt sind die schon wieder da. Ich dachte, er schlägt schneller zu. Mann, ey. Aber der Bogen macht schon extrem viel Schaden. Immerhin 216. So viel macht. Ah, oh, du bist verfuckter Fucker, Alter. Dreckspasti. Alter, wie sagt der Bogen macht viel Damage, aber der braucht Jahre zum Nachziehen, also zum Spannen. Und da müssen wir nicht rein, müssen weiter runter und noch den Enkel suchen. Achso, falsche Taste. Ach ja, ich bin schon so ein Held. Verarschen, verarschen, verarschen! Mensch, renn doch mal weg! Ich muss den Zauberer erst tot machen. Weil der nervt uns. Mal 53 macht die Axt. Pro Schlag. Ja, das wird noch einer. Hast du die Zwerge oder die Hops, was soll ich sagen? Spastisch mutierte Zwergen-Assis. Die halten echt verdammt viel aus. Wieso kriegt man hier keinen Kampfmultiplikator? Spassi, du bist so ein kleiner Ficker hier. Gucken, wie lange viel der aushält. Ah, der hält schon einiges aus. Schon so 50 Millionen Leben. Hier doch. Wo ist eigentlich unser Kampfmultiplikator hin? Ist der nach links gerutscht? Weil ich sehe da oben nur so einen kleinen runden Halbkreis. Der hat sich aus dem Spiel gebackt. Der mag uns nicht mehr. Hier ist so ein hässlicher Oberhaupt. Sitz.
Eigentlich müssten wir ja nicht gegen die kämpfen, aber wir brauchen ja Leben und alles. Okay, ich habe auch, wie wir gelesen, die Verstärkung, Flammenverstärkung etc. durchdringen und was es nicht alles gibt, aufheben und später kriegt man eine gute Waffe. Da braucht man Körperbau, glaube ich, 6 oder 5. Das ist dann sozusagen, wenn man die Schnelligkeit mitrechnet, die stärkste Waffe. Weil was bringt dir eine Waffe von hohen Stärke, Dingsbums hier, also hoher Angriff, wenn die aber langsam ist? Da ist es besser, eine etwas schwächere, aber dafür eine schnellere. Ja, ich habe hier böse Erinnerungen. Jetzt einen Bogen nehmen, weil ich glaube, wir müssen gleich schießen. Was wollt ihr denn? Ihr wollt das Kind mitnehmen? Ich gebe es nicht her. Das Opfer muss weitergehen. Bringt einen anderen Menschen, dann kann er gehen. Hilfe! Komm mal, ich hab eine Idee. Obwohl. Ein Räuber zu opfern ist aber auch nicht gerade gut. Weißt du was? Fick dich! Erstmal die hässlichen. Hops, töten. Nein, da kommt. Oh, Alter. Wie kommen dann noch? Beweg dich. Alter. Wie kommen dann noch? Nein, du wirst nicht sterben. Alter. Nein, nicht so bewegen. Ich glaube, wir können den eh noch nichts antun. Aber wir müssen trotzdem diese hässlichen Kackteile kaputt machen. Ach, da kommen da immer wieder neue? Alter, wo kommen die alle her? Ich glaube, die kommen immer wieder. Verpisst euch von den Jungen hier. Weg hier, Hände weg. Ach, Alter, mit zwei Schlägen ganzer Kampfmodifikator runter. Auf welche Nigger hier große Fresse haben müssen. Halten immer echt kacke viel aus, ey. Mach ich irgendwas falsch? Oder ist das mit Absicht so? Oh Gott, ey. Gott. Gott, Gott. Nee, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum ich immer so wenig abziehe. Ja, folgt er mir eigentlich?
Was war denn das, Alter? Er hat ja voll die maskuline Stimme. Das kommt, Kleiner. Ich hoffe, wir schaffen das Leben draus, weil jetzt kommt nämlich auch schon wieder blaue Neue, oder? Ja. Habt ihr das Ding gesehen? Ich dachte, es würde mich fressen. Ich seh nix. Aber Finger weg von den Jungen. Oh, Alter. Verarschen? Wie viel kommen da noch? Das ist ja unglaublich. Naja, solange die mich nur angreifen. Mensch, schon piss dich hier immer. Ihr seid jetzt gut genug, das Ausdrucksmittel Dankbarkeit zu benutzen. Wieso wird das Spiel mal leise? Achso. Bestimmt wegen den Trottel da. Aber gegen euch hatte das Ding keine Chance. Nee, hat's auch nicht. Ich bin der König von Mallorca. Kommt schon! Ich wollte eigentlich nie hierher. Tja. Warum bist du da rein, Janu, Vollidiot? Wir müssen hier raus. Ja, okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen hier drin spielen, aber okay. Wenn du raus willst und nach Hause willst, kann ich es verstehen. Alter. Der Kindergarten. Mein Gott, ey. Ah. Aber wir schaffen's. Auch wenn ich so ein Ding mal kräftig in den Sack treten würde, wenn sie einen hätten. Oh, Alter, mit... Ey, 90% bist du hier mit beschäftigt, diese Scheißteile zu kloppen. Alter, sind die manchmal tot? Weil, wie sagt der, eine Männerstimme? Alter, kommen da welche nach? Na klar, da kommen welche nach. Das ist ja voll unfair. Muss doch einfach mal aufhören. Ich will ja nicht den ganzen Part hier kloppen. Mensch, verpiss dich doch mal einer. Ich würde am liebsten mal richtig ausflippen. Oh, Alter. Mann. So. Ich sehe gerade nichts. Alter. Wie hässlich war das. Ja, los. Achso, die muss ich ja wieder folgen lassen.
folge mir. Los doch, mach schon! Schnell, los, komm. Boah, ey. Verarschen? Wo kommt ihr her? Was zur Hölle? Hat er sich hier ein Loch gebuddelt oder was? Alter. Voll die Verarsche. Ja, los. Ich hab keinen Bock, dass nochmal hier 30, 40.000 Hops ankommen. Man kann das Licht sehen. Das Licht. Du bist tot. Oh, Alter. Ich hasse die Hops, ey. Ohne Scheiß. Was ist denn das da? Ach so. Ich dachte schon, ich würde nie wieder frische Luft atmen. Ja. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht, aber... Du siehst, es gibt immer noch nette Leute, einen netten Herr mit einem komisch aussehenden Hut oder Helm in Rollenspiel-Jargon gesagt. Ihr werdet mich doch nicht bei ihr lassen, oder? Die Nymphe soll schlimm sein, meine Oma ist schlimmer. Was meint ihr wohl, wer mich überhaupt erst in diese Höhlen geschickt hat? Aber das mache ich nicht mehr mit. Bei der ersten Gelegenheit hau ich hier ab. Vorher muss ich aber noch ein paar Sachen holen. Und ihr wollt wohl eure Belohnung. Erzählt aber nicht, was ich gesagt habe. Los! Achso. Wir sollen nicht erzählen, was er gesagt hat? Wir haben es geschafft. Seht nach, ob meine Oma da ist. Oh, danke, dass ihr meinen Enkel zurückgebracht habt. James... Komm her und nimm deine Oma. Nochmal 9.700.300 Bekanntheit. Keine Ahnung, das ist bestimmt ein hässlicher Hop. Das ist ein Hopkopf. Und es ist knapp 7.000 Gold. Oder eher 5.000. Was ist los? Ich will, dass das sofort... Hallo, ihr müsst... Ich habe Aufgaben für dich. Flame, warum läufst du denn weg? Er läuft weg. Ist aber nicht unser Bier, weil wir haben die Quest erfüllt und ja, so soll es auch sein. Und ja, das war wieder eine geile Folge mit euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Damen und Herren, groß, klein, dick, dünn, jung, alt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir speichern jetzt erstmal. Ja. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession, obwohl es gerade mal zwei Parts waren. Aber ich nehme bald wieder ein bisschen voraus auf. Und nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Session. Auf Wiedersehen. Euer Tobi von Turbulent. Bis dahin.